Hallo, ich habe diese elektronische Pfeife als Produkttest erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Weiter nach dem Intro. Packen wir das Ganze mal aus. Haben wir ja schon mal so eine wasserfeste Tasche. Mal mit so einem, ja, die man einfach so zuknoten kann. Hier sind nur so Bammel dran. Aha. Hier ist ein Umhängeband. Das ist so ein bisschen elastisch, also so einen gewissen Gummianteil. Hier unten die Schlaufe zum Durchknoten. Und hier haben wir die Pfeife. Hier vorne erkennt man so zurückliegend. Hier kann man mit dem Finger reingehen. Den Lautsprecher. Hier ist der Auslöserknopf. Hier die Lautstärke, 3 Stufen. Ja, wobei. Erste, zweite. Ja, doch. Erste, zweite, dritte, ja. Es schließt hier nicht so schön ab. Aber er hat die Stufen. Und hier haben wir dann Ton 1, 2, 3 oder 0. Kunststoff ist jetzt nicht das Wertigste. Batteriedeckel schließt hier auch nicht so ganz ab. Das heißt, da haben wir auch so einen Widerstand. Der Knopf geht nicht ganz zurück. Gut. Und hier haben wir 3 Batterien. Genau wie im Lieferumfang. Die klemmen sich hier schon mal ziemlich ein, das heißt also, wieder rausholen wird wahrscheinlich schwer. Ist also auch nicht so optimal gelöst. Aber die obere geht leicht raus. Nee, doch so rum. So, da haben wir hier Ton 1, den haben wir gerade schon mal gehört. Klingt sehr elektronisch. Ton 2. Ton 3. Schalter ist auch schlecht zu justieren. Also man merkt eindeutig, dass es so eine Elektronik ist. Dann gehen wir mal auf die größte Lautstärke. Also laut ist es. Klingt immer mehr nach einer Mofa-Hupe. Das geht. Also
Vom Klang kommt es nicht an eine richtige Trillerpfeife ran. Lautstärke ist okay, kann man regeln. Mittel laut. Die Leise ist angenehm. Aber natürlich, wenn man das für irgendeine Veranstaltung benutzt, dann braucht man natürlich das Laute. Könnte man als Fahrradhupe verwenden. Ja. Mich überzeugt das Produkt nicht so hundertprozentig. Weil, wie gesagt, das schließt ja nicht ab. Der Batteriedeckel schließt nicht ab und der Ton. Ich hätte es mir ein bisschen natürlicher gewünscht. Ja, dann probieren wir mal die Batterien wieder rauszukriegen. Wie gesagt, die erste ist leicht. Und da versagt man. Probieren wir es mit Werkzeug. Und ja, ich muss feststellen, dass das eine relative Zumutung ist, aber möglich. Wer das Produkt haben möchte, kann sie es gerne kaufen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder euch eins der anderen Videos anseht. Kommentare sind auch erwünscht. Und ich danke dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt.